Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute haben wir mal wieder das Thema Haare. Und heute haben wir ein ganz spezielles Thema, auf das ich ganz, ganz oft angesprochen werde, ob ich nicht dazu ein Video machen kann. Und zwar dünne Haare. Einfach mal ein paar Tipps und vielleicht sogar eine Frisuridee. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Die mir schon länger folgen, die wissen, dass ich eigentlich keine dünnen Haare habe. Ich habe eigentlich sogar relativ dicke bzw. viele Haare. Nichtsdestotrotz sind für mich Haare ein ganz spannendes, interessantes Thema, nicht nur sie zu frisieren, sondern auch sie zu stylen, wollte ich sagen, sondern sie auch zu pflegen und so weiter. Also ich interessiere mich sehr dafür und kann euch trotzdem ein paar ganz gute Tipps geben. Und ja, deswegen ganz viel Spaß mit dem Video und let's go! Und falls ihr auch ganz neu seid auf meinem Kanal jetzt gerade, dann abonniert ihn doch bitte gerne, weil dann verpasst ihr kein neues Video mehr von mir. Ich mache ganz viele Videos zum Thema Haare, Fashion und Beauty, also Make-up. Vorstellungsgespräch vorbei. Wenn ihr dünne Haare habt oder jemand von euch, dann fragt man sich natürlich, okay, welcher Haarschnitt ist überhaupt richtig für mich dann? Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, habt die Haare lieber kürzer als länger. Denn je länger sie sind, desto dünner schauen sie auch aus, weil sie auch schwerer werden und weil sie auch mehr, weil man auch mehr erkennt, dass sie dünn sind. Weil wenn ihr sie auch offen tragt oder zu einem Zopf oder so, dann sieht es wirklich sehr, sehr dünn aus, ist es sehr auffällig. Wenn ihr die Haare aber kürzer habt, könnt ihr sie offen tragen und sie auch ein bisschen voluminöser machen. Sie sind nicht so schwer, man kann viel mehr Volumen einbauen. Auch wenn man Frisuren macht mit dünnen Haaren, sieht einfach alles viel luftiger aus. Deswegen, es heißt jetzt nicht, dass ihr ganz kurze Haare braucht, gar nicht. Aber ich würde mal sagen, ungefähr Schulterlänge und vielleicht so auf der Höhe. Es kommt natürlich auch ganz darauf an, wie ist eure Gesichtsform, wie seid ihr generell, wie viel habt ihr auf euren Rippen, sag ich mal, ne? Weil das ist natürlich, es muss einfach insgesamt ins Bild passen. Aber so einfach mal allgemein grob gesagt, wenn man dünne Haare hat, würde ich empfehlen, sie lieber kürzer zu tragen als länger. Dann Haarfarbe, was natürlich auch total typabhängig ist. Aber wenn ihr mich fragt, finde ich, fällt es weniger auf, dass die Haare dünn sind, wenn die Haare hell sind. Bei den dunklen Haaren schaut natürlich sofort auch die Kopfhaut durch, also es ist dann noch viel auffälliger, wenn die Kopfhaut vielleicht auch hell ist, dann ist dieser krasse Kontrast natürlich und gerade auch hier am Ansatz sieht man sehr dolle eben den Kontrast, ne? Den Unterschied, wo eben keine Haare sind. Und ich muss auch sagen, auch wenn meine Haare dicker sind oder noch voller sind, merke ich trotzdem, dass sie gerade hier in diesen Geheimratsecken oder wie man nennt, bei den Männern, aber dass auch bei den Frauen, dass es hier natürlich dünner werden kann. Generell, die Haare hier um das Gesicht herum sind eher dünner und empfindlicher, weil sie natürlich auch meistens, wenn ihr die Haare kämmt, direkt ab dem Ansatz, wenn ihr die Haare färbt, schaut ihr natürlich, dass es hier gerade schön gefärbt und ordentlich ist. Also wenn ihr die Haare zum Beispiel auch in einen Zopf tragt, dann sind gerade die Haare hier vorne, die nach hinten gehen, am meisten betroffen und könnt durch euer Haargummi auch beschädigt werden. Das heißt, hier rum die Haare sind sowieso bei den meisten dünner, strapazierter und so weiter. Und wenn sie euch dann auch mit der Zeit ausfallen, dann sieht man das hier natürlich auch super doll, weil es ums Gesicht herum ist. Und wenn die Haare dazu dann auch noch dunkel sind, klar haben wir diesen Kontrast hier, wie ich schon sagte. Deswegen, falls es zu eurem Typ überhaupt passt oder falls ihr gerade so euch überlegt, ob ihr euch die Haare färbt, hell, dunkel oder so, also falls ihr in diesem Bereich ganz frei seid mit der Haarfarbe, wenn es zu euch passt, dann würde ich euch empfehlen, die Haare lieber heller zu tragen, weil dann sieht man das wirklich nicht so sehr. Auch wenn ihr zum Beispiel in so einem Alter seid, wo die Haare grauer werden, das ist natürlich jetzt auch wieder Geschmackssache. Ich will niemanden immer auf den Schlips treten, weil ich weiß, ganz viele Leute mich schauen und ich bin ja nur eine Person mit einem Geschmack und Einstellung. Aber wenn die grauen Haare rauswachsen, dann und ihr in einem bestimmten Alter seid, ich weiß nicht, das ist auch relativ, dann würde ich das auch einfach rauswachsen lassen, weil ich finde, graue Haare sehen sehr schön aus. Mit Blond kann man das ganz schön kombinieren, gestrehen, das sieht einfach wirklich super toll aus. Wenn man hier auch mit Silbershampoo arbeitet, dann kann es nur schön aussehen. Wenn ihr aber dunkle Haare habt und ihr sagt, ich bin auch ein dunkler Typ, was soll ich mit blonden Haaren? Das kann ich auch absolut verstehen. Hier gibt es einen ganz, ganz coolen Trick und zwar gibt es Puder für die Haare. Ich versuche das zu finden. Ich habe noch nie danach recherchiert. Ich weiß, dass es das gibt. Alles, was ich irgendwie finde, werde ich euch auf jeden Fall in die Infobox unten reinstellen. Es gibt auf jeden Fall ein Puder.
könnt ihr auch mit einem normalen sogar Make-up-Pinsel gehen und könnt es hier auftupfen, um euren Haaransatz, um das Ganze einfach voller aussehen zu lassen. Das klingt vielleicht komisch und manche von euch haben vielleicht auch tatsächlich noch nie davon gehört, aber es ist ein ganz cooler Trick, um so ein bisschen zu schummeln, um eure Haarpracht einfach nach mehr aussehen zu lassen. Wenn ihr dann zum Beispiel einen Zopf tragt oder einen Dutt, also all die Frisuren, wo die Haare nach hinten gehen und man so ein bisschen mehr Haut sieht, dort könnte man dann mit so einem Pinsel lang gehen und einfach mal um den Haaransatz tupfen und das Ganze ein bisschen dunkler machen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, aber so einen Trick gibt es zum Beispiel, falls ihr zum Beispiel dunklere Haare habt und sie jetzt nicht hell färben möchtet oder könnt. Dann kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, wenn ihr denn dünne Haare habt, immer probieren, Volumen zu machen. Oder wenn ihr die Haare ganz sleek tragt, sie so zu kämmen, dass keine Kopfhaut durchschaut. Das ist vielleicht auch nicht so einfach, aber manche tragen trotzdem gerne Haare sleek, gar kein Thema. Wenn ihr sie dünn habt, dann schaut wirklich, dass ihr sie so legt, dass ihr sie auch am besten Richtung Stirn bewegt, dass sie zwar glatt sind, aber so viel wie möglich an Fläche abdecken. Wisst ihr, wie ich meine? Also nicht, dass sie dann so gehen und erst recht betonen, dass ihr wenige Haare habt, sondern sie dann so breitflächig lieber verteilen und sie so kämmen, dass sie ganz viel Fläche abdecken und dann kann man sie auch schön sleek tragen. Ich hoffe immer, dass ihr mich versteht. Ja, ich hoffe ja. Die Spülmaschine wird ausgeräumt. Schatz! Was ich persönlich aber schön finde, wenn man die Haare ganz dünn hat, leider, dass man Wellen trägt, weil mit Wellen und Locken und Volumen generell kann man super viel schummeln und damit kann man die Haare wirklich immer dicker aussehen lassen. Und wie man Volumen macht, wie man Locken, Wellen macht, dazu kann ich euch gerne einige Videos verlinken, das habe ich schon häufiger mal gezeigt. Was hier aber auf jeden Fall der Schlüssel ist, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir unseren Haaren Textur verleihen. Das habe ich schon in dem letzten Video erzählt, was super gut ankommt, und zwar plattes Haar. Ganz viele haben ja viele Haare, aber die sind so platt. Dort ist genau der gleiche Trick wie auch hier der gleiche Trick und Tipp ist, wir brauchen Struktur, wir brauchen Volumen in unseren Haaren. Wir müssen sie dahin bewegen, dass sie einfach voller aussehen und kräftiger und so einfach stabil, ne? Dass sie da bleiben, wo sie sind und nicht immer gleich runterfallen. Und hier kann ich auf jeden Fall ein Texturspray empfehlen. Ich habe hier zwei Produkte, die ich gerade benutze. Es gibt natürlich ganz, ganz viel mehr auf dem Markt. Ich werde auch noch weiter recherchieren und euch Produkte in die Infobox verlinken, die gute Bewertungen haben, von denen ich schon gehört habe. Und auch die Produkte, die ich jetzt gerade in der Hand halte. Also mein All-Time-Favorite, wirklich, seht ihr auch immer wieder bei mir auf Instagram. Einmal Stylista Beach Waves Spray von L'Oreal. Das habe ich hier auch zur Hälfte aufgebraucht. Ich habe auf jeden Fall auch Backup. Das ist eine Flasche, so eine personalisierte Flasche. Und dieses Beach Wave Spray macht eure Haare insgesamt einfach matter, aber viel griffiger. Die fühlen sich auch ein bisschen trockener an, macht euch aber keine Sorgen. Sobald ihr sie gewaschen habt, ist das ganze Produkt raus und eure Haare sind wieder geschmeidig und gesund, wenn sie es denn auch vorher waren. Mit diesem Spray, ihr stylt eure Haare, ihr macht euch Lockenwellen, was immer ihr wollt, dann geht ihr nur mit den Fingern durch. Wenn ihr Hollywood Waves haben möchtet, dann kämmt ihr die Haare durch. Und danach sprüht ihr das überall auf. Ihr schmeißt euren Kopf in alle Richtungen, nach vorne, nach hinten, links, rechts, sprüht es immer auf und knetet eure Haare dabei. Und dadurch habt ihr ganz, ganz schönen Volumen, Stabilität und einfach wirklich so eine tolle Griffigkeit. Das seht ihr auch in meinen Videos, wo ich meine Haare immer style. Ich verwende das wirklich schon seit sicher einem Jahr, vielleicht ein bisschen weniger. Und ein neues Texturspray, was ich entdeckt habe, ist einmal von Verb Sea Texture Spray. Sea Texture Spray, so schwer auszusprechen. Und das habe ich ganz neu gekauft beim Urban Outfitters. Das ist wirklich auch ein mega cooles Spray. Hier steht wieder Sea Texture Spray. Das heißt wieder so ein Salzspray. Wieder ein Spray, das Textur verleiht, Griffigkeit und eben mit diesem Salz, was das Ganze abmattiert, also was das Ganze ein bisschen matter macht. Eure Haare glänzen dann nicht so gesund und fettig, sondern die sind wirklich super griffig. Das kann ich euch so empfehlen. Das ist zum einen super gut fürs Volumen, für die Haltbarkeit. Und selbst wenn ihr die Haare danach noch 2-3 Tage nicht wascht, wird euch dieses Spray eigentlich nur helfen, weil die Haare eben nicht fettig aussehen, sondern eher trockener. Man kann das wirklich super gut tragen. Bei mir ist es so, wenn ich einen Tag so ein Texturspray trage, am nächsten Tag kämme ich die Haare durch. Wenn ich immer noch eine schöne Welle drin habe,
perfekt, sprühe ich gerade nochmal was drauf, knete wieder durch und dann sieht es immer noch super aus. Und das sind wirklich zwei Produkte, die ich gerade immer verwende, wenn ich mir denn so Lockenwellen mache. Und das kann ich mir auch super gut vorstellen bei dünnen Haaren. Und generell, was immer sehr, sehr gut ist, ist einfach ein Trockenshampoo. Ich zeige euch schon wieder das von Batiste. Ich habe gerade leider nur das von Batiste. Es ist stellvertretend für alle guten Trockenshampoos. Das sprühe ich mir immer in den Haaransatz und das macht den mega krassesten Unterschied. Bei der Frisur, die ich euch gleich zeige, werde ich das auch aufsprühen. Es ist einfach super gut. Trockenshampoo benutze ich nicht nur, wenn mein Haaransatz fettig ist, sondern generell einfach, wenn ich Volumen brauche. Und dann ist es einfach immer ein super Wundermittel, weil ich das ganz gut in meine Kopfhaut einmassieren kann. Ja, und ansonsten gibt es auf jeden Fall noch beim DM ein Puder für die Haare. Das wirkt ungefähr genauso wie das Trockenshampoo. Das kann man sich auch einfach hier auf den Ansatz geben. Ihr könnt euch mehrere Scheitel geben und jeweils das Puder drauf geben, das auch einmassieren. Das wird eure Haare auf jeden Fall auch viel, viel voller machen. Und ja, ansonsten als Lösung vielleicht kann man natürlich auch Extensions in die Haare machen. Entweder Clip-in-Extensions, die ihr auch wieder raus machen könnt, oder eben andere Extensions, die für immer drin bleiben, bis sie rauswachsen. Ich muss aber sagen, im Thema Extensions kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nicht einmal ein unechtes Haar hier irgendwo klemmen. Deswegen kann ich dazu euch keine Tipps geben. Aber ich weiß, dass es bei anderen auf jeden Fall auch voller aussehen kann. Für mich aber ist es eine absolute Horrorvorstellung, wenn man sieht, dass man Extensions drin hat. Das finde ich gar nicht cool. Aber wenn ihr die Haare schließt, dann könnt ihr natürlich die Extensions reinmachen und super schön verstecken. Ansonsten, ja, ich denke mal, es waren vielleicht ein paar brauchbare Tipps. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass sie brauchbar waren. Und jetzt zeige ich euch eine Frisur für den Alltag, die ihr tragen könnt, die super gut passen wird, falls ihr dünnes Haar habt. Und zwar habe ich jetzt auch absichtlich meine Haare nicht frisch gewaschen, habe sie so ein bisschen, damit sie auch etwas platter sind, damit ihr auch gleich einen Unterschied seht. Und zwar werden wir uns alle Produkte auftragen. Zuerst einmal ein Trockenshampoo, wie schon beschrieben, in den Haaransatz und dann weitere Scheitel machen und das überall einfach einmal auftragen. Und danach einfach mit den Fingerspitzen einmassieren und überall verteilen. Und dann sieht man auf jeden Fall schon einen schönen Volumen, das uns das Trockenshampoo gegeben hat. Das finden wir natürlich perfekto. Auch wenn wir dicke Haare haben, finden wir das super. Ebenfalls unser sehr guter Freund ist so eine Toupierbürste, mit der wir die Haare toupieren, und zwar von hinten. Wir nehmen uns dünnere Strähnen und toupieren sie schön am Ansatz. Einmal so lang und zwei, dreimal einfach kurz unten und gerne auch etwas an den Seiten, damit es nicht so, ja, damit sich das einfach schön verteilt gleichmäßig. So, den Rest schmeißen wir nach hinten. Und hier macht ihr euch die Haare einfach auf die Seite, die euch am besten gefällt. Und dann nehmen wir ein Texturspray. Ich nehme mal dieses, weil ich dieses andere schon zu oft benutzt habe. Und das sprühe ich mir auch einfach auf die Haare. Da seht ihr mal, was das Ganze macht. Und jetzt bringen wir die Haare einfach nach hinten. Also das waren schon mal auf jeden Fall drei sehr coole Tipps. Trockenshampoo, dann einmal den Ansatz toupieren und dann so ein Salzspray. Hier könnt ihr dann, ich weiß nicht was für, könnt natürlich auch die Haare erstmal nett drehen oder so. Oder eben nicht, so wie ich gesagt habe, so ein bisschen großflächiger. Ich zeige euch nur noch einen coolen Trick, wie es hinten einfach voluminöser aussehen kann und wie wir auch unseren Zopf voluminöser aussehen lassen können. Und zwar werden wir uns jetzt erstmal unten einen Zopf machen. Also wir machen zuerst einmal unten einen Zopf mit einem kleinen Haargummi. Danach nehmen wir etwas Haare dazu und machen genau dort noch einen Zopf. Und der Haargummi sollte am besten die gleiche Haarfarbe haben. Und dann nehmen wir die restlichen Haare und bringen sie auch dahin und machen dort den dritten Zopf. Und dann der ultimative Trick: gehen wir mit unseren Fingern in die Haare, drücken die Finger zusammen und ziehen die Haare raus. So werden wir auch unseren Volumen, den wir uns vorher gemacht haben, schön auch nutzen. So, und jetzt schaut unser Zopf im optimalen Fall dicker aus, weil wir den aufgebaut haben mit mehreren Haargummis. Dann müssen wir schauen, dass wir hier vorne Ordnung machen, weil wir wollen das nicht so glatt, wir wollen das so ein bisschen verspielt haben.
Und deswegen haben wir richtig großzügig die Haare rausgezogen. Ich merke auch richtig dieses Texturspray, weil die Haare wirklich so ein bisschen abbremsen. Die sind nicht so super, super glatt. Und die Haare, die mir jetzt hier an der Seite vielleicht zu viel sind und so ein bisschen raushängen, die klemme ich mir auf jeden Fall weg, damit sie mich nicht stören. Oder ich lasse sie eben draußen, je nachdem, bei welcher Haarlänge ihr auch gerade seid. So, und jetzt haben wir uns auf jeden Fall ganzes Volumen, was nur geht, rausgeholt. Ich weiß, die Frisur ist jetzt nicht weltbewegend, aber ich glaube, dass wenn man auch dünne Haare hat, man tatsächlich nicht so viel machen kann, weil es ganz oft auch dann einfach betont, dass man dünne Haare hat. Deswegen wirklich einfach so Frisuren machen, die so ein bisschen großflächiger sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Also hier haben wir auf jeden Fall schön viel Volumen rausgeholt, auch hier. Meine Haare sind natürlich jetzt super kurz und das ist einfach nicht schön. Oder vielleicht auch ein kleiner Tipp, um hinten das Ganze so ein bisschen zu verstecken. Ihr geht durch die Mitte von eurem Pferdeschwanz und öffnet den in der Mitte und macht dann ein Haargummi rein und könnt das Ganze so ein bisschen verspielter machen. Ich hoffe, dass die Ideen euch helfen. Ich gebe wirklich mein Bestes, mir irgendwas einfallen zu lassen. Falls ihr hier zum Beispiel eine Strähne habt, mit der ihr ein bisschen was machen könnt, dann würde ich euch zum Beispiel empfehlen, hier sowas Kleines zu drehen oder so, um das Ganze so ein bisschen spannender zu machen. Und das könnt ihr zum Beispiel auch so ein bisschen auseinanderziehen. Das lässt eure Haare auch immer dicker aussehen. Das zeige ich euch ja auch immer bei meinen ganzen Flechtfrisuren, dass wenn ich was geflochten habe, dass ich dann das Ganze auseinanderziehe. Das sieht auch dann auch immer aus, als hättet ihr dickere Haare, als die eigentlich sind. Also zum Beispiel so eine Strähne kann man sich herzaubern und sie dann einfach hier unten auch zumachen. Und dank dem Texturspray, das wir vorher reingemacht haben, wird uns das Ganze auch nicht auseinanderfallen oder sich auseinanderdrehen oder so. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, was ich mit dem ganzen Texturspray euch sagen will oder wollte. Und ja, das ist auf jeden Fall meine kleine Idee für eine Frisur, wenn ihr dünne Haare habt. Ich hoffe, es ist eine schöne Hilfestellung und ich hoffe auch, dass euch mal generell meine Tipps gefallen haben. Falls ihr selbst dünnes Haar habt, schreibt unbedingt einen Kommentar darunter, was ist euer ultimativer Tipp. Die anderen Mädels, die das lesen, werden sich sicherlich freuen und so haben wir zusammen wieder was Produktives hier auf YouTube geschaffen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über euer Feedback und ich danke euch auch sehr fürs Einschalten. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und hoffentlich bis ganz bald. Tschüssi!